Call of Duty 1, das allererste Call of Duty, was jemals gemacht wurde. Und wir starten es jetzt auf der Xbox 360. Let's go! Schaut euch dieses Intro an. Einfach nur der Schriftzug und unten so ein paar. Oh, jetzt kommt das richtig heftige Intro von Activision. Oh, alles dreht sich und ich liebe einfach die Qualität vom Schriftzug. Schaut euch das an, das rauscht überhaupt nicht, Digga! Infinity Wars Intro kommt natürlich auch noch. In den Krieg, der die Welt veränderte. Skippte man einfach das Intro. Ledersdrücken gönnt euch, Haptic Rush ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schaut euch diesen Screen an, Call of Duty Classic, das allererste COD und es gab nichts, einfach ein Standbild und man muss Start drücken, dann drücken wir mal Start. Aber die Musik ist schon geil, muss man den echt lassen, ne? Kann man die Musik ausmachen? In den Einstellungen gibt es nur die Gesamtlautstärke und... Was? Man kann die Gesamtlautstärke nur mit dem A-Knopf ändern, man kann nicht nach links und rechts, nur nach oben. Und man kann das Fahnenkreuz deaktivieren, warum auch immer man das machen sollte, aber mehr Einstellungen gab's nicht. Steuerung, gibt's hier schon... Nein, natürlich gibt's hier keinen Taktik. Suchen wir einfach ein schnelles Spiel, let's go. Ich will eine Lobby, gib mir eine Lobby. Ich vermute mal, keiner spielt es mehr, deshalb werde ich jetzt skippen zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr die Lust habe zu warten. Okay, ich warte jetzt schon seit 3 Minuten und 3... Aber ich will euch unbedingt die Grafik von dem Call of Duty zeigen. Ich bin jetzt in einen Modus gegangen, ich zeige euch ganz kurz, wie es damals aussah und ob es wirklich so schlimm war, wie man sich das vorstellt. 2003 kam das ganze Ding auf den Markt. Alles klar, herhören. Private Martin, heute absolvieren Sie den Hinderniskurs und das Waffentraining. Alles klar, Private Martin, bevor Sie heute das und das machen, müssen Sie erstmal den Was ist das, Leute, wie er da steht? Und was macht der Typ da hinten? Muss der scheißen oder was? Ich weiß nicht, aber dafür, dass er da rumsteht, atmet er irgendwie nicht gesund, oder? Grafik ist gar nicht so schlimm, wie ich... Was? Warum explodiert die Sonne auf einmal? Aber abgesehen davon ist die Grafik jetzt nicht unbedingt so schlecht. Ich meine, es geht klar, Leute. Es ist vor über 15 Jahren hier rausgekommen. Okay, rein hier zu meinen Teammates. Ich habe sie also auch hierher verfrachtet. Hey. Was hat denn da hinten gemacht? Wir müssen hier durch. Okay, das war das Tutorial. Okay, zeig mir mal meine Teammates, bitte. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das Game komisch. Und jetzt leckt er sich an mir vorbei. Der Typ da hinten sieht richtig ready aus. Ja, er ist ready zu schießen. Schaut euch das mal an, als würde er es richtig genießen, diese Vibration zu spüren. Ah, jetzt kommen wir ins Waffentraining. Ich bin hier oben, im Wachturm. Halt die Fresse, der regt mich jetzt schon auf, ne? Können Sie von herumliegenden Waffen des Gleichen... Oh! Ich konnte nicht anders, Leute, aber irgendwie regt der Typ mich so hart auf, ne? Es tut mir leid, ich kann einfach, ich bin jetzt ruhig. Die Anzahl der Patronen in ihrer Waffe und der Patronen, die sie bei sich tragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist sehr schwer. Halt die Fresse, Alter, Mann, der regt mich so auf. Jetzt haben wir eine Sniper, Alter, wie die aussieht, die Grafik. Und ich will gar nicht das Scope sehen, das... Oh mein Gott, ist das hässlich. Man kann gar nicht quickscopen, das geht nicht, man kann erst im Scope scopen. Obwohl, doch, es geht eigentlich. Und die Bäume sehen echt nicht gut aus, schaut euch das mal an. Jetzt haben wir eine Thompson, Maschinengewehr. Oh mein Gott, let's go. Man kann sogar jumpshotten, nice. So war das C4 damals, Leute. Man hat es da hingelegt und ist dann weggelaufen. Genau so war es. Man konnte sich einfach werfen und sprengen. 3, 2, 1 und boom. Sehr realistische Sprengung. Oh, da ist schon mein Teammate. Okay, wo laufen wir hin, Bro? Was? Das ist ein Gegner? Nein, er ist noch am Leben. Oh, warte. Ich liebe es, wie er stirbt, als würde er für so einen Film vorspielen. Ah, hier hängt eine Leiche. Schade, dass ich keine Kamera dabei habe, dann könnte ich daraus einen Vlog machen. Ich glaube, das reicht, Leute. Mehr kann ich euch davon nicht zeigen, will ich auch nicht. Aber was ich euch zeigen kann, auch Multiplayer von einem alten Call of Duty, ist was, worauf ich mich schon so lange gefreut habe. In einer Zeit, wo ich auf meinem YouTube-Kanal alte Call of Duties zeige, darf eins nicht fehlen. Call of Duty World at War, Zweiter Weltkrieg von Treyarch. Und wir werden im Multiplayer schauen, wie geil das Game ist, Mann. Allein schon das Intro, Leute. Allein das Intro ist viel kreativer gemacht. Na klar, es ist ein paar Jahre später, aber auch das hätte man damals machen können 2003. Der Zombie-Sound. Oh mein Gott. Boah, ich freue mich so sehr darauf. Ah, der Screen ist so geil. Und hier gibt es schon eine Taktikbelegung. Sogar die Musiklautstärke kann man extra runter machen. Schaut an, wie fortschrittlich einfach Treyarch hier schon war. So gestört. Und wir gehen direkt in den Mehrspieler. Ich bin so gespannt, ob wir hier was finden werden, Mann. Komm schon. Wir haben direkt eine Lobby gefunden. Ey, das ist alles schon so ähnlich. Die Spielerkarte angucken. Hier der Klasseneditor. Die Lobbybestenliste. Alles ist dabei. Alles. Wirklich. Spezialgranaten mal 3, Leute. Man konnte 3 Granaten mitnehmen. Das war OP. Und zum Glück haben sie später rausgenommen. Alles ist gleich zu damals. Das gibt's nicht, Leute. Schaut euch das an. Wirklich. Sogar das Scoreboard. Das Scoreboard hat sich kaum geändert. Und man kann sogar in den Panzer hier rein. Der Teammate ist schon drin. Kann ich auch rein? Ich will auch rein. Nein, da sind schon 2 drin. Oh yeah. Man kann einfach Panzer fahren. Let's go. Diese Granaten hier sind so geil. Man schießt einfach so Lichtblitze, die sie stunnen sollen. Ich liebe das. Da ist schon ein Gegner. Oh Gott. Oh Gott, mein Aim, Leute. Nicht hingucken.
Aber ihr seht ja immer noch das Game. Aber Leute, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Es funktioniert. World War II, ganz schnell spielen, funktioniert. Das Game ist World War II. Das Game ist BOTG. Und dazu auch noch 10 Jahre älter. Und trotzdem ist es schnell. Wir spielen hier auf einer der größten Maps aus dem Game. Passt auf, wenn wir erstmal in die kleinen Maps gehen, wie verrückt das hier sein wird. Oh Gott. Der arme Typ ist so gestorben. Rein in den Panzer. Da sind welche. Oh, oh, oh. Hier gab es schon Spielerkarten, Leute. Wie revolutionär ist das bitte? Das ist über 10 Jahre her und alles ist aufgelistet für einen. Mehr braucht man nicht. Oh mein Gott, Leute, wir sind hier in Berlin. Schaut euch das an. Hier chill ich, wirklich. Hier chill ich in echt. Hier vor ist jetzt eine Wiese heutzutage und da kann man einfach chillen. Und Leute, die reden, sind sogar da. Es ist einfach alles. Treyarch, das ist das Geile. Treyarch hat viele Dinge nicht verändert. Versteht ihr? Die Dinge waren damals schon gut und sie haben sie für jedes Spiel übernommen. Was für euch vielleicht verwirrend sein könnte, ist, dass man kein Plus 100 sieht, wenn man die Leute killt, sondern einfach nur unten im Feed den Namen aufpoppen sieht. Und das hier ist ein feindlicher Panzer, Leute. Da gehe ich weg. Oh, ich bin in einem Panzer drin. Let's go! Jetzt geradeaus! Okay, das ist vielleicht doch ein bisschen langsamer, als ich dachte. Oh, Feind des Panzer. Oh, zurück. Komm, Teammate. Schieß, schieß. Jawohl, den nächsten Panzer geholt. Hauptsache Oblong Moon 62203 ist bei mir im Geschütz. Oh, da ist ein Gegner. Zerbomb ihn. Let's go, wir haben den Kill. Guck mal, wie es im Feed aussieht. Ich habe jemanden gepanzert. Okay, ich steige hier aus dem Panzer aus. Oh, da ist hier jemand. Oh Gott, hier geht's so zur Sache, Leute. Das gibt's nicht. Seht ihr, Treyarch hat alles richtig gemacht damals. Die wissen einfach, wie man Spiele macht. Ich weiß nicht. Die haben es einfach drauf, Mann. Komm her, Bro. Er hat Juggernaut. Ist so OP, ne? Und die haben Hunde. Die Typen haben Hunde. Wie kriegen die denn? Sogar hier ist mein Team schlecht, oder? Ja, sogar hier habe ich ein schlechtes Team. In jedem Treyarch COD habe ich ein schlechtes Team, Alter. Meine Teammates in Call of Duty. Es ist einfach bewiesen. Oh nein. Komm. Ja, mein Aim kommt langsam. Und seht ihr, das ist das Geile. Diese Map ist so einfach verschieden. Ihr könnt hier so viele Sachen machen. Es gibt so viele Ebenen auf dieser Map einfach. Wisst ihr, das Problem mit World War II ist, dass alles auf einer Ebene ist. Stellt euch vor, Point the Hawk zum Beispiel. Point the Hawk. Oh Gott, oh nein. Er hat mich gemessert mit einem C4 in der Hand. Point the Hawk ist alles auf einer Ebene und alles einfach so gleich. Versteht ihr? Es gibt nur drei Wege. Es gibt nicht wirklich Möglichkeiten, die Map zu spielen. Und hier habt ihr verschiedene Höhen. Hier habt ihr verschiedene Gegenstände. Allein das hier oben ist schon was. Guck mal, wie er da rüberklettert. Sowas sehe ich einfach nicht in World War II. Komm her. Noch mehr Leute, komm her. Oh. Nein, hinter mir. Fast ein Turner. Der Horst hat das Spiel beendet. Oh nein. Es wird sogar hier auf der Xbox gehackt. Und da heißt jemand Justin Biaba XP. Kämpfe einmal unter dem Kaiser. Kämpfe einmal für unsere. Oh, das war eine der geilsten Maps in den Call of Duty. Seht ihr, wie interessant die Map einfach ist, wenn ihr so schaut? Es ist einfach ein anderes Setting, wisst ihr? Es ist nicht langweilig, ganz einfach. Was macht der Typ hier, ha? Was denkst du, was du hier machst, ha? Da ist noch jemand. Okay, den haben wir auch. Der eine hat 12-0. Mein Team ist wieder shit. Mein Team ist wieder so shit, Mann. Warum passiert mir das in jedem Treyarch Call of Duty? Immer genau mir. Ich mach doch gar nichts, Mann. Komm her, Bro. Komm her. Man kann hier nämlich einfach nur eine Drohne und dann irgendwie so einen Artillerieschlag und Hunde bekommen. Mehr nicht. Die Killstreaks waren einfach set. Man konnte die nicht ändern. Ich meine, das ist eine geile Änderung, die dann später in die Call of Duties reingenommen wurde. Aber ich meine, die hätten es auch hier schon reinmachen können und es wäre so geil gewesen. Da ist jemand im Headglitch. Okay, verstehe. Tschüss. Oh Gott, es macht so Spaß, Leute. Es gibt's gar nicht. Oh mein Gott, selbst das macht Spaß. Treyarch macht irgendwas richtig. Irgendwas machen die anders. Oh yeah, let's go, Mann. Guck mal, das Headshot-Zeichen, das ist genau dasselbe. Seht ihr, wie schnell ein BOTG Zweiter Weltkriegs-Shooter selbst vor 10 Jahren schon gespielt werden konnte? Man kann so viel richtig machen. Treyarch, wenn du mit BO4 alles zerreißt. Oh, ich habe zweite Chance freigeschaltet. Mit Vereinten. Das hier war definitiv die größte Map im Game und wahrscheinlich auch nicht so eine beliebte. Oh, jetzt sind wir bei den Feinden. Jetzt sind wir bei euch im Spawn. Headshot, Headshot. Hier im Haus campen die, oder? Oh ja, er campt. Hiermit hole ich sie mir jetzt weg. Komm, da liegt doch einer drin. Hol ihn dir. Dankeschön. Oh, da sind die Gegner. Oh, der Triggerfinger ist schön in Action. Hier ist noch jemand, oder? Ja, da ist er. Ha, hab ich dich doch. Aufklärungsflugzeug, raus damit. Und weiter geht's. Nein, hinter mir. Der erste Turn-On. Jawohl, let's go, Alter. No look, Turn-On. Ich muss gar nicht sehen, wo ihr seid. Ich hol euch trotzdem alle weg. Ihr seid hier oben, oder? Ja. Und da haben wir schon unsere Artillerie. Let's go. Die hauen wir jetzt dahin. Und dann schauen wir hier raus und gucken, was wir so holen können. Jawohl, Alter, das läuft. Wir haben Hunde, let's go. Lass die Hunde los. Ihr versteht es nicht, das Spiel ist so alt und kaum jemand ist online. Und trotzdem habe ich Bock, jetzt noch zu spielen. Wirklich, ich habe Bock zu grinden und Treyarch schafft genau das. Ich will sie nicht zu hoch loben, aber sie haben es einfach verdient, weil sie wirklich geilen Shit machen. Punkt, so. Man kann es einfach nicht anders beschreiben. Ich habe hier übrigens jetzt einen Sniper rausgeholt, Leute. Oh, geil, let's go. Jetzt brauche ich nur noch Gegner. Nein, Quickscope, komm.
Let's go, Mann. Jetzt bin ich komplett zufrieden. Ich habe alles gemacht in dem Game. Da hinten ist jemand. Oh, hätte ich den geholt. Und wir gehen 16 zu 5 raus, Leute. Es ist verdammt nochmal geil. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, euch einen kleinen Einblick zu geben, wie geil World War II auch wirklich sein kann. Ich hoffe auch, ich konnte euch ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir sehen uns im nächsten Video. Und auf.